Hallo. Super, dass Sie schon schnell kommen konnten. Grüße Sie erstmal. Hallo, Chris. Steven ist mein Name, ich bin der Anwalt von dem Herrn Schulkes. Angenehm, Brenner. Grüß Sie. Interessant, dass Sie denken, einen Anwalt notwendig zu haben. Ja, Moment, Herr Brenner. Also, es hat schon auch seine Gründe, denn Sie haben ja sicherlich mitbekommen, was gestern los war. Und es besteht schon der dringende Verdacht, dass die paar Schulkes hier Opfer einer fiesen Verleumdungskampagne geworden sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass Ihnen das Gammelfleisch, das hier gefunden wurde, untergeschoben wurde. Herr Steven, Sie werden ja sicherlich verstehen, dass es für mich erstmal egal ist, warum das Gammelfleisch hier ist, sondern ob und ob noch Gefahr für Ihre Kunden davon ausgeht. Ja, Sie wissen ja, es laufen ja labortechnische Untersuchungen und das Fleisch wird ja auch dementsprechend untersucht. Seit 20 Jahren ist hier überhaupt nichts passiert oder vorgefallen. Hier ist alles picobello, ja? Keinerlei Gefahr für Gesundheit oder Leben. Und genau aus diesem Grund bin ich ja eigentlich hier. Würden Sie mir dann bitte die entsprechenden Lieferunterlagen aushändigen? Darf er das denn überhaupt? Ja, klar. Natürlich darf ich das. Und ich darf Ihren Laden auch dicht machen, sollte hiervon noch eine Gefahr ausgehen. Ja, und deswegen können wir uns vielleicht auf Folgendes einigen. Warten wir doch erstmal die labortechnischen Untersuchungen ab. Ja? Und dann können Sie sich ja dann entscheiden. Na gut, einverstanden. Aber nur so lange, bis die Laborergebnisse hier sind. So machen wir's. Und dann sehen wir weiter. Sie sind ein Schatz. Schon gut. Freuen Sie sich mal nicht zu früh. Wiedersehen, die Herrschaften. Wiedersehen, Herr Brenner. Das ist ja jetzt gerade noch mal gut gegangen. Aber wie der Herr Brenner schon sagte, wir müssen die labortechnischen Untersuchungen jetzt abwarten. Und ich hoffe sehr, dass die in unserem Sinne sind, weil sonst sehe ich schwarz. Hi, Sissi. Ah, hey, Ma. Und wie geht's, Papst? Gut, die Ärzte sagen, dass er morgen entlassen wird. Ja, geil, dann kann ich ja doch nach Berlin fahren mit Jacqueline zu dem Visagisten-Workshop. Ja, voll gut, hey, ich muss sie sofort anrufen. Kind, das geht nicht. Paps muss dich noch schonen und dich brauche ich im Imbiss, bitte. Immer zuerst dieser fuck Imbiss. Ja, darüber wollte ich sowieso mal mit dir reden. Du weißt doch, dass der Traum von deinem Papa und mir ist der Imbiss. Und ja, wir wissen natürlich auch, dass dein Traum ist, Visagistin zu werden. Ja und? Das sieht doch eh keinen. Doch, nämlich dein Vater und mich. Ey, davon merke ich echt einen Scheiß. Ja, jetzt werd aber doch nicht ungerecht, Sissi. Wir haben den Imbiss schließlich auch für dich aufgebaut. Eigentlich will ich, dass du weißt, dass du immer mit mir reden kannst. Aha. Weißt du, wenn du wütend bist auf Papa oder mich, dann musst du das nicht am Imbiss auslassen, sondern du kannst jederzeit zu uns kommen. Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Willst du damit behaupten, dass ich die Scheiße mit dem Gammelfleisch verzapft habe? Nein. Ich meine, ja, du sagst doch selber immer, dass du den Imbiss hast, oder nicht? Scheiße, Mann, ja, ich hasse diesen gottverdammten Imbiss. Aber weißt du was? Dich hasse ich noch viel mehr. Ich reiß mir den Arsch auf und mach und tun jetzt, das. Jetzt war doch nicht so gemeint. Ich weiß ganz genau, wie du das gemeint hast. Ich hau ab. Jetzt lauf doch nicht weg. Wir können doch über alles reden. Oh, vergiss es mal. Sissi. Sissi, melde dich bitte. Ich mache mir echt Sorgen. Wenn du was ausgefressen hast, dann kriegen wir das schon wieder hin. Sissi? Ist da wer? Sissi, bist du das? Ich rufe die Polizei. Nein, warte, ich wollte mich doch nur... Ich habe auch einen Anwalt, der bringt dich in den Knast, wenn du mir was tust. Ich weiß, ich will mich doch nur entschuldigen, Renate. Und außerdem will ich dir das schon mal geben. Das sind 500 Euro. Bitte schön, nimm sie sozusagen als erste Rate für die 5000 Euro. Ich habe ein Schreiben von deinem Anwalt bekommen. Das ist ein ganz eisenharter und ich will den Scheiß nicht auch noch haben. Und ganz ehrlich, es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen, weil
du warst da immer sehr fair zu mir gewesen. Tut mir leid. Okay, Entschuldigung angenommen. Ich weiß ja, dass du eigentlich ein ganz feiner Kerl bist, Michael. Ich würde dich auch gern reinbitten, aber das geht nicht. Sissy ist verschwunden und ich muss jetzt erstmal die Sache klären und schauen, was. Okay, klar, ich verstehe schon. Ja gut, ich habe auch schon meine Termine. Du, viel Glück bei deiner Suche und mach's gut, Renate. Danke, du auch, Michael. Tschüss. Danke, ciao. Die erste Rate des früheren Stammkunden ist nur ein kurzer Lichtblick für die verzweifelte Mutter. Denn ihre Tochter bleibt auch über Nacht unauffindbar. Ich weiß nicht, wen ich noch fragen soll. Keiner weiß, wo Sissy steckt. Nicht mal ihre beste Freundin weiß was. Für eine Vermisstenanzeige ist es einfach noch zu früh. Es liegt überhaupt gar keine Gefährdungslage vor. Und ihre Tochter ist auch erwachsen. Wir können erst in 24 Stunden, wenn überhaupt, Anzeige erstatten. So lange kann ich aber nicht warten. Und was erzähle ich Walterchen, wenn ich ihn nachher aus der Klinik abhole? Ja, aber irgendwann müssen Sie ihm die Wahrheit sagen. Kommen Sie mal ganz kurz. Bei mir vibriert's. Darf ich mal kurz hingehen, Frau Schulke? Rechts von Herrn Stevens? Ah, okay, ja. Ach, das ist ja interessant. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Und vor allem, dass es so schnell ging. Wiederhören. Frau Schulke, Sie werden es nicht glauben. Das war das Labor. Und das Fleisch wurde untersucht. Und es sind tatsächlich reife Bakterien gewesen, mit denen das Fleisch versetzt wurde. Das heißt, es wurde manipuliert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie überhaupt nichts dafür konnten. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer das Ganze manipuliert hat. Wenn... Ja, was, wenn Sissy wirklich dahinter steckt? Die Polizei hat doch keine Einbruchsspuren gefunden. Und also mein Mann und mir hat ja nur noch Sissy einen Schlüssel für den Imbiss. Aber jetzt hören Sie doch mal. Vor ein paar Stunden haben Sie mir noch einen Kopf abgerissen, als ich die Sissy ins Spiel brachte. Jetzt lassen Sie mich bitte noch ein bisschen weiter ermitteln, ob nicht doch der Lanker hinter dieser Geschichte steckt. Irgendwann muss er mit mir reden. Zu dem fahre ich jetzt hin. Ja? Tschüss. Tschüss, Herr Stevens. Danke. Guten Morgen, Herr Lanker. Schön, dass ich Sie endlich mal treffe. Ich wollte ja schon lange mal mit Ihnen reden. Sie schon wieder? Ich, ja. Ich habe keine Zeit. Es gibt Menschen, die arbeiten. Ja, aber Sie können doch mit mir reden. Sie haben doch angeblich nichts zu verbergen. Hab ich auch nicht. Ich habe trotzdem keine Lust, mit Ihnen zu reden. Danke, du Arschloch. Sissy. Gibst du, dass du die Scheiße mit dem Gammelfleisch gemacht hast? Was soll denn die Scheiße? Los, gibst du Arschloch. Sonst mach ich dich fertig. Denkst du, dass uns alles gefallen, oder was? Eine Lösung. So. Lassen Sie sie doch. Auf die Anzeige freue ich mich jetzt schon. Okay. Allein dieser Überfall wird die Polizei brennend interessieren. Und die Presse erst. Ja, komm, Imbiss Tochter dreht durch. Hat Gammelfleisch sie in den Wahnsinn getrieben? Sissy, was ist denn nur in dich gefahren? Du spielst ihm doch total in die Hände. Ja, aber irgendjemand muss ihm doch klar machen, dass er sich einfach nicht alles erlauben kann. Ja, aber doch nicht so. Und schon gar nicht im Alleingang, ich bitte dich. Ja, was soll ich denn machen? Solange das Arschloch nicht zugibt, dass er es war, glaubt mir Mom nie, dass ich unschuldig bin. Und ich war das nicht. Ich war es echt nicht. Mensch, das wird doch alles wieder, ja? Aber jetzt denk doch mal bitte nach. Du bist jetzt einfach weg gewesen. Deine Mutter macht sich höllische Sorgen. Vielleicht sollten wir mal zu ihr fahren, hm? Ja? Komm, ich nimm dich mit. Komm. I wanna scream and shout and let it all out. Sissy wollte mit dem Imbiss ihrer Eltern nichts mehr zu tun haben, aber das schlechte Gewissen hat gesiegt. Sie schmeißt den Laden alleine, während ihre Mutter im Krankenhaus ist. Da der Imbiss wieder mal leer ist, muss sie sich die Zeit vertreiben. Ach, schau einen an, die Prinzessin der Currywurst. Ach nee, die Inge. Was bist denn du hier? Eigentlich will ich zu deiner Mutter ihr die Genesungskarte für Walter vorbeibringen. Ma ist nicht da und Papst geht's auch schon wieder viel besser. Hast du leider Pech gehabt. Oder deine Mutter hatte Glück. Erst kommt dieser Anwalt bei mir auf Arbeit vorbei. Dann latscht er auch noch zu mir nach Hause. Und eins sage ich dir, wenn mir deine Mutter noch ein einziges Mal diesen Typen auf den Hals setzt und der mir auch noch unterstellt, ich hätte irgendwas mit eurer Gammelfleischscheiße zu tun, ey, dann vergesse ich mich. Oh, ist das jetzt etwa das Bellen einer getroffenen Hündin? Ha, ich gebe dir gleich Hündin. Richte das deiner Mutter aus. Ha, oder besser. Warte. Gib ihr das. Renatchen weiß dann schon, was Sache ist. Ach, und gute Besserung für deinen Alten. Richtig aus. Ja.
Blöde Kuh. Walter Paschulke durfte das Krankenhaus auf eigene Verantwortung wieder verlassen. Aber er muss sich schonen und unbedingt jede Aufregung vermeiden. So, Walter, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt lass uns mal ruhig, ich bin doch kein alter Mann. Und was soll das schon wieder? Ja, hier ruhst du dich erst mal aus. Ach, ja. Ich will mir den ausruhen. Ich will den Imbiss. Nein, keine Chance. Die Ärzte haben gesagt, du sollst dich jetzt erstmal ausruhen und schonen. So. Ich hab Hunger. Da steht Obst, Walter. Currywurst ist die nächste Zeit für dich erstmal tabu. Hat zu viel Cholesterin, Schatz. Also, wenn du mich schön in Watte einpackst und mich hier irgendwie einsperren willst, dann erzähl mir wenigstens, was mit Imbiss los ist. Alles bestens, überhaupt keine Probleme. Brauchst du also überhaupt keine Sorgen machen. Sissi, was ist denn los? Ich bin hey, sofort gekommen. Der dreht völlig durch. Der ist einfach an mir vorbeigerauscht. Wer denn? Durchführt da hinten jetzt alles. Der Brenner vom Gesundheitsamt? Da musst du was falsch verstanden haben. Das kann ja nicht sein. Der Brenner? Nein, Herr Stevens, das Fräulein Paschulke hat alles richtig verstanden. Aber guten Tag erstmal. Hey, grüß Sie, Herr Brenner. Aber ich meine, Sie kennen doch die Laborergebnisse. Sie wissen doch ganz genau, dass das Gammelfleisch manipuliert war. Was machen Sie denn hier? Ich bin ja auch nicht wegen des vergammelten Hackfleischs hier, sondern deswegen. Wir haben einen Hinweis von einem Gast erhalten. Gast? Welcher Gast denn? Es war doch seit Tagen niemand hier. Hinweis ist Hinweis und Ratte bleibt Ratte. Und glauben Sie mir, wo eine ist, sind bestimmt noch mehrere. Hier besteht Seuchengefahr. Herr Brenner, jetzt schauen Sie sich doch mal bitte diese Ratte an. Das ist doch eine Farbratte, Herr Brenner. Mir doch egal, wie dieses Tier heißt. Nein, das ist nicht egal. Das ist eine Farbratte und damit ein Haustier. Von dem geht doch gar keine Seuchengefahr aus. Zu welcher Untergruppe dieses Nagetier hier gehört, das werden die Experten entscheiden. Aber jetzt erstmal müssen wir schauen, ob hier noch weitere Ratten sind. Und bis dahin bleibt der Imbiss geschlossen. Sie wissen doch ganz genau, Sie kennen die Laborergebnisse. Sie wissen, ein Dritter hat an dem Hack manipuliert gehabt. Und eben jener Dritter ist auch für diese Ratte verantwortlich. Da gebe ich einen Brief und Siegel drauf. Wenn Sie das beweisen können, kommen Sie wieder auf mich zu. Mensch, das ist ja unglaublich. Also, Brenner, Sie machen einen Riesenfehler. Das stinkt doch zum Himmel, die Geschichte. Wiedersehen. Wiedersehen. Hey, dachte das denn so einfach? Naja, das Gesundheitsamt ist leider befugt, den Laden zu schließen, wenn Menschen gefährdet werden. Ne? Da kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, was soll ich jetzt machen? Die dreht doch völlig durch, wenn sie das erfährt. Und Papst können wir doch sofort wieder einliefern lassen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Sie sagen Ihren Eltern, dass ich alles im Griff habe. Und spätestens morgen ist der Imbiss wieder offen. Und ich mache jetzt schnell ein Foto von dieser Farbratte, ja? Mhm. Okay. Renate Paschulke, ich kenne dich jetzt seit 30 Jahren. Und ich weiß, mit mir anschwindelst, ja? Und du sagst mir sofort, was los ist, Mimis. Das ist alles in bester Ordnung, jetzt glaub mir doch. Kein Wort glaube ich dir. Na gut. Dann rufen wir eben Sissi im Imbiss an. Ja. Wenn du mir schon nicht vertraust, vielleicht glaubst du dann ihr. Hallo Sissi, Liebes, ich bin's. Du, der Papa glaubt nicht, dass im Imbiss alles in Ordnung ist. Nee, ich hab nicht auf laut gestellt. Das gibt's doch nicht. Aha. Mhm. Ja, okay, dann werde ich's Papa eben so sagen müssen. Tschüss, Liebes. Renate, was wirst du sagen müssen? Sissi hat gerade keine Zeit, aber ich soll dir schöne Grüße ausrichten und es ist alles in bester Ordnung. Also wenn du mir nicht sofort sagst, was los ist, dann geh sofort in den Imbiss und schau selber nach. Na gut, aber bitte setz dich wieder hin, Walter. Und du musst mir versprechen, dass du nicht aufregst, ja? Ich verspreche dir alles, wenn du mir jetzt sagst, was Sache ist. Gut. Oh, das geht nicht gut. Das geht bestimmt nicht gut. Scheiße, das geht gar nicht gut. Jetzt wird alles wieder gut. Ich habe soeben mit einem befreundeten Biologen telefoniert. Dem hatte ich ein MMS-Bild von der Ratte geschickt. Und jetzt rate mal. Der hat jetzt bestätigt, dass es sich um ein Haustier handelt und keine Seuchengefahr von dem ausgeht. Es gibt also wieder Hoffnung. Ja, und wie? Naja, wir müssen jetzt rausfinden, wer diese Ratte gekauft hat und vor allem wo. Und da ich davon ausgehe, dass der Lanker hinter der Geschichte steckt, müssen wir eigentlich nur noch nachweisen, dass er diese Ratte gekauft hat. Ja, aber das dauert alles viel zu lang. Bis dahin hat er doch alles aus ihr rausgequetscht.
Wer hat was aus wem ausgequetscht? Ja, Ma hat gerade angerufen, als sie telefonieren waren. Okay. Und hat sie gefragt, wie es hier so läuft. Ja, und dann habe ich sie halt erzählt. Und wie hat sie reagiert? Ja, nicht gut. Sie hat sich versucht zusammenzureißen, damit Pa nichts mitbekommen. Also dein Vater weiß noch gar nichts von der Geschichte. Ja, dann muss ich mich jetzt wirklich beeilen. Du, ich habe eine Idee. Ich gucke jetzt mal nach allen Zoohandlungen hier in der Umgebung, ja? Und schreibe mir die raus. Vielleicht ist die Ratte ja dort irgendwo gekauft worden. Wenn du mir jetzt mal einen Zettel und einen Stift holst, dann schreibe ich mir die schnell raus, ja? Ja, klar, kein Problem. Ah, super, danke dir. Schon Katz und Maus. Sag mal, dieser Stift, den kenne ich doch irgendwo her, oder? Ich glaube, den hatte Inge hier vorher liegen lassen. Ich habe ihm noch erzählt, dass sie da war. Na klar. Die Inge, das liegt doch auf der Hand. Dieser Stift gehört entweder der Inge oder dem Lanka. Ich glaube, es dauert doch nicht so lange, bis ich weiß, wer dahinter steckt. Ich muss sofort los. Ja, und wohin? Zur Zoohandlung Miwau. Sag, dass er nicht weiß. Sag ja nicht, dass wir den Imbiss schließen müssen. Doch, das ist die Schuld von dem Lanka. Dieser Lanka, dieser Halunke, den mache ich fertig. Den zerquetsche ich wie eine rohe Kartoffel im Laden. Bitte, du hast mir versprochen, dass du dich nicht aufregst. Denk an dein Herz, Walterchen. Soll ich dir deine Tropfen? Ich brauche keine Tropfen. Den Lanka, den mache ich fertig, den Altsamtschaller. Der hat sich mit dem Falschen angelegt. Dem zeig ich's. Da wirst du sehen, was passiert. Walter, bitte reg dich doch nicht so auf, Walter. Du, ich glaub, vielleicht holst du doch mal meine Tropfen. Okay, aber du legst dich dabei hin. Ja, ich bin gleich wieder da. Geh. Walter? Walterchen! Oh nein, Walterchen, mach jetzt bloß keine Dummheit. Alexander Stevens hofft, über die Ratte an den Verursacher der gesamten Verleumdungskampagne zu kommen. Ich bin mir relativ sicher, dass entweder der Lanka oder die Schmitters hinter der Sache stecken. Ich muss auf jeden Fall jetzt rausfinden, wer diese Ratte gekauft hat. Ich kann nur hoffen, dass das die richtige Zoohandlung ist und dass sich der Verkäufer an den Käufer erinnern kann. Ich habe zur Sicherheit mal ein paar Screenshots mitgebracht von den Mitarbeitern von Criss-Cross Chicken. Vielleicht hilft's ja. Hallo. Hallo, was kann ich für Sie tun? Alexander Stevens, mein Name. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Und zwar, können Sie sich zufälligerweise an Kunden erinnern, die in den letzten Tagen eine Ratte gekauft haben bei Ihnen? Ganz so einfach wird das nicht. Wissen Sie, wie ich von denen verkaufe? Lebendfutter, Totfutter, Kuscheltiere. Da gehen mindestens 20 in der Woche über die Theke. Vielleicht hilft es Ihnen ja, wenn Sie eines dieser Fotos ansehen von den Kunden, die da in Frage kommen. Wieso wollen Sie das eigentlich alles von mir wissen? Ja, sehen Sie, ich bin Anwalt und ich versuche, ein Verbrechen aufzuklären. Und ich bin mir relativ sicher, dass eine dieser Personen der in Frage kommende Täter ist. Ja, da war letztes Mal jemand hier, wollte unbedingt eine graue Ratte haben. Mega den Aufstand gemacht. Ist eigentlich voll untypisch, weil normalerweise will man bei den Zuchttieren ja nicht, dass sie grau sind und aussehen wie so ein Parasitenträger. Ja. Aber sicher bin ich mir nicht. Okay. Oh, ich glaube, das ist für Sie. Hallo, ja, danke schön, Entschuldigung. Stevens? Frau Paschulke? Was? Ihr Mann randaliert beim Lanka? Okay, ich komme sofort. Sie, ganz kurz, haben Sie da jemanden erkannt von den Personen? Tut mir leid, also sicher bin ich mir. Würd's Ihnen denn helfen, wenn Sie die Person live sehen würden? Ja, ich denke schon. Ja? Mensch, ich fahre gerade dahin, wo diese Personen sind. Könnten Sie vielleicht mitkommen? Es geht wirklich darum, Verbrechen aufzuklären. Vielleicht können Sie die Person ja identifizieren. Ja, okay. Linda, ich bin mal dran. Können Sie gleich bei mir mitfahren, ja? Jo. Toll, super, danke. Lanka, du feige Schwein! Bleib hier und kämpfe wie ein Mann! Nicht, Walter, du machst doch alles nur noch schlimmer! Was heißt hier schlimmer? Oh. Schlimmer kann es werden. Er hat unser Imbiss kaputt gemacht! Und jetzt mache ich dich fertig, Lanka! Auge in Auge! Zahn um Zahn! Ey, Paschulke! Das ist Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch!
Ich hab dir schon vor Wochen Hausverbot erteilt. Die erteile ich einen Tag Prügel. Ach, mach du nur. Komm her. Ich hab für die Bullen schon gerufen. Wir unterhalten uns gerne gleich. Wer gammelt hier? Du nicht. Schröger, hör auf. Lass mich los. Ich mach dich fertig. Ich zeige vor Gericht und dann muss ich ausbluten wie eine Sau. Bitte, helfen Sie mir. Mein Mann, der hat was am Herzen. Irgendjemand muss doch helfen. So, Walter, ich... Spätestens jetzt ist es vorbei mit dir und Walters Bürstchen. Wenn gleich jemand bald vorbei ist. Sie mal zur Seite, Mensch. Hier, denken Sie doch an Ihr Herz, benehmen Sie sich mal. Gott sei Dank. Hier, das ist der. Der Dicke, den müssen Sie verhaften. Nicht so schnell, nicht so schnell. Jetzt beruhigen Sie sich bitte alle mal. Herr Dingel, kommen Sie noch mal kurz einen Moment. Ist hier irgendjemand von den Personen anwesend, der die Ratte bei Ihnen gekauft hat in der Zoohandlung? Ja, hier, die war's. Da bin ich mir absolut sicher. Also doch, Frau Schmitters. Sie haben also die Ratte gekauft und das tote Tier dann bei den paar Schulkes im Imbiss deponiert. Wahrscheinlich sind Sie auch noch für die Plakataktion und für das Gammelfleisch verantwortlich. Ja, nee. Nur weil ich eine Ratte gekauft habe, habe ich doch mit der ganzen Scheiße hier nichts zu tun. Denken Sie, es wird sich nämlich sehr leicht herausstellen können mit einem Test, ob die tote Ratte mit den noch lebenden Tieren in der Zoohandlung verwandt ist. Und dann gnade Ihnen Gott, Frau Schmitters. Scheiße, aber... Inge, du... Und ist alles nur, weil Walter dich kündigen musste? Ja, weil er mich einfach auf die Straße gesetzt hat. Ich habe euch doch gedroht, dass ich mich rächen werde. Und das hat Christian mitgekriegt. Mein Gott, er wollte euch ruinieren. Er hatte die ganzen Ideen. Ich habe ihm nur geholfen. Die lügt. Nichts davon ist wahr. Gar nichts. Und ob das wahr ist, du wolltest mich sogar feuern, wenn ich bei deinen Plänen nicht mitmache. Ich habe halt noch einen Schlüssel von Imbiss. Und den habe ich Christian gegeben. Ich habe nur die Ratte gekauft und die Plakate geklebt. Alles andere hat der gemacht. Ja, Herr Lanker, da wird tatsächlich noch so einiges auf Sie zukommen. Ganz zu schweigen von der Schadensersatzklage, die ich Ihnen um die Ohren hauen werde. Sie können mich mal. Da kümmern sich jetzt andere drum, Herr Paschulke. Ja, wichtig ist jetzt nur, dass der Lanker jetzt endlich überführt ist und wir jetzt eine Schadensersatzklage erheben können gegen ihn, ja? Das gibt's ja gar nicht. Sissi, ruf den Notarzt, schnell! Oh Gott, was stinkt denn hier so? Oh, vergammeltes Hack ist das. Wie gibt's denn das? Und ich darf Ihren Laden auch dicht machen. Damit ist der Imbiss gerettet. Ich kenne Sie zwar noch nicht, aber Sie sind mir sympathisch. Ja, danke. Ja, vielen Dank, Herr Stevens. Und Sie wissen ja, Sie dürfen jetzt so viel Walters Würstchen essen, wie Sie wollen. Aber Frau Paschulke, ist doch gar nicht nötig. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich mich für Sie einsetzen würde. Ja? Also... Danke. Gerne. Und jetzt gehen wir in den Imbiss. Auf eine Wurst. Genau. Das machen wir. Geht's gut. Ja. Also, das sind wirklich die besten Würstchen der Stadt. Und ich bin echt froh, dass ich dem Paschulkes hab helfen können. Und was diesen Lanker angeht, dem werde ich eine im wahrsten Sinne des Wortes fette Schadensersatzklage über die Ohren ziehen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Kunden wiederkommen, aber da bin ich mir bei dem Geschmack wirklich sicher.